Guten Morgen! Heute ein paar visuelle Eindrücke vom Ancient Trends und um auch auditiv einen Eindruck bei euch zu hinterlassen, lasse ich meine Freunde von der Hare Krishna Bewegung noch ein wenig im Hintergrund trällern. Weil die Erkenntnis des Wochenendes war auf jeden Fall, die Brüder haben die längste Ausdauer von allen. Selbst als das Festival schon zu Ende war, die Lichter auf der Bühne aus, die Organisation das Event für beendet erklärt haben, brannte das Feuer im Zelt der Krishnas noch weiter und es wurde fleißig gesungen und ja. Auch heute werden sie irgendwo in Deutschland noch das Hare Krishna Mantra singen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Aber das Festival war natürlich viel mehr als das kleine Zelt der Krishnas, sondern es war in allererster Linie ein musikalisches Festival und an allen vier verschiedenen Bühnen, die zugegen waren, wurde immer irgendwo gesungen und getanzt, musiziert und ich fand wirklich alle Acts in irgendeiner Weise wirklich richtig gut. Bei den einen konntest du etwas mehr, sag mal, abhotten und tanzen, dafür war das andere etwas sphärischer und ja, energetisierender. Aber das waren sicher 40 bis 50 vollständige 1,5 Stunden Konzerte und ja, das war einfach nur der Hammer, auch wenn man den Preis sieht für, ich habe damals 50 Euro gleich bezahlt und an der Abendkasse 60 Euro. Es ist einfach nur Wahnsinn. Ich habe natürlich auch ein paar visuelle Eindrücke mitgebracht, aber ganz ehrlich, die intensivsten und die ekstatischsten Momente, die sind natürlich nicht mit drauf auf den Momenten, weil ich da nicht wirklich dran gedacht und auch keine Lust gehabt habe, das Handy zu zücken. Da waren so viele inspirierende Momente in diesem Wochenende. Das ist ja, war so unglaublich und auch unbezahlbar. Oh, wo ich vor dem Event euch dieses schon empfohlen habe, so kann ich jetzt nach dem Event sagen, ihr müsst nächstes Jahr hingehen. Diese positive Stimmung voller Liebe, die ist einfach nur gigantisch friedlich. Ein paar Leute liefen nackt rum, überall haben die Leute sich spontan zur Musik getroffen oder zu kleinen Trommelsessions und ja, wer ein Instrument hatte, hat sich einfach mit hingesetzt und hat einfach mitgemacht. Einfach nur unkompliziert und voller Liebe. Einmal entstand in der Toilette, das ist jetzt kein Scheiß, das ist echt so ein spontanes Obertonsingen. Also einer hat so einen Wischeimer umgedreht in der Toilette, der andere hat ein Abflussrohr genommen, so ein großes, und hat da reingepustet und so einen tiefen Ton so gemacht. Und dann war halt dieser tiefe Ton da und es war der Rhythmus da und die Leute haben angefangen mit ihren Stimmen da in Resonanz zu treten und ja, und dann standen da 20, 30 oder saßen 20, 30 Leute dann im Klo und haben sich da in Trance gesungen. Ja, und wie gesagt, das war ein Moment, im Nachgang sicherlich mit dem Handy sicherlich gut, aber wo ich dann da stand und da auch gesungen habe, da habe ich nicht dran gedacht, dieses Handy rauszuholen, das müsst ihr verstehen, aber es war einfach Wahnsinn, also, ne? Und ja, generell bei dem Festival, also ja, hunderte spontane Umarmungen, unzählige sich anlächeln und gemeinsames Tanzen, das ja, es rundet da einfach diese wunderbare Stimmung ab. Ich habe noch nie so ein geiles Konzert, Festival oder Fest oder wie auch immer erlebt, wo so viele Menschen zugegen sind und so viele Menschen wirklich die Liebe leben. Na klar gab es ein paar Ausnahmen, so Interessierte, die von der Stadt, die jetzt nicht von der ganzen Welt hergekommen sind, die sind ja weltweit, also wurde fast nur Englisch geredet und ja, also klar, kannst du natürlich mit deinen Freunden Deutsch reden, also, aber auf der Bühne jetzt oder wenn du Gespräche gelauscht hast, hast du halt oft Spanisch hast du gehört, Englisch hast du gehört, Afrikanisch war dabei, was auch immer das nun für eine afrikanische Sprache ist, da fühle ich mich nicht imstande das zu identifizieren. Aber ja, es war halt internationales Publikum, es gab ein paar Interessierte, ja, die haben dann halt, und die waren auch friedlich, aber die haben vielleicht jetzt nicht die Liebe ausgestrahlt wie jetzt die Leute, die jetzt wirklich von sehr weit, die weltweit hergekommen sind. Also, aber das Gros war halt einfach so die pure Liebe und das war einfach einzigartig. Und ja, diese Stimmung, die man aus diesen alten Love, Peace and Harmony Konzerten aus den 70ern kennt, die wurde ja auch durch die klare spirituelle Ausrichtung ja, mindestens erreicht, würde ich sagen. Wenn nicht sogar, da die Gesellschaft schon ein wenig gereifter ist, wurde diese Stimmung der damaligen 70er Jahre übertroffen. Die Musiker, die riefen, oder auch untereinander, aber bei Musikern erkennt man halt immer diesen, was grundsätzlich da in der Luft liegt, die riefen nicht einfach nur zur Liebe auf und zur Harmonie, sondern eben auch zu etwas tiefergehenden Dingen wie Minimalismus, zur Bescheidenheit und auch zur Demut.
Und ja, und die Stände, auch die Essensstände waren fest in veganer Hand. Ich weiß nicht, wie das in den 70er Jahren gewesen ist, ob da eine Bratwurst im Fleisch oder sowas da gebraten wurde. Keine Ahnung, aber wie gesagt, fest in veganer Hand. Es gab auch Käse bei Pizza und auch so Hanflinge, das war auch. Aber irgendwie Steak oder Bratwurst hat man überhaupt nicht gefunden. Das waren also, wie gesagt, Käse, also vegetarisch, war so das Maximale der Gefühle. Zumindest was ich jetzt gesehen habe, also muss man dazu sagen. Ja, in der Chillout Zone, da waren auch explizit Drogen und Alkohol verboten. Auch sowas im Gegensatz zu den 70er Jahren, wo halt auch Drogen und so, ist es toleriert auf dem Festival. Brauchen wir nicht sagen, mir wurde mehr als einmal Hasch angeboten. Also von daher, ja, es ist natürlich, Drogen sind da, aber so das Grundlegende, was auch vorgegeben ist, beziehungsweise was so dominant ist in diesen ganzen Places, wo man sich dann trifft, das ist halt kein Alkohol, keine Drogen. Das Festival hat ganz klar eine Message. Liebe ist die stärkste und wirksamste aller Drogen. Es braucht nichts mehr als Liebe. Na? Und Musik und nette Menschen katalysieren das natürlich. Ich bin beseelt, und aber ich will gar nicht so viel reden. Ich wollte jetzt einfach nur ein paar kurze Eindrücke vom Festival geben. Bitte schön.
soweit, bevor dann wahrscheinlich ein Jahr drauf wieder eine einjährige Pause des Festivals eingelegt wird. Selbst die Menschen, die auf anderen Festivals derselben Art, also Love, Peace and Harmony, weltweit waren, sagen, dieses Ancient Trance ist etwas ganz, ganz Besonderes. Einige Künstler sagten sogar, dass dies das Highlight des Jahres für sie ist. Hier ist wirklich ja, der Spirit und der Frieden und die Liebe, das ist einfach allgegenwärtig. Und ja, das Tolle, es ist nicht auf die Zeit begrenzt, auf die 3 Tage, sondern Menschen, die hier inspiriert werden, die nehmen die Liebe mit und geben sie wieder an die Welt. Nicht jeder hat einen YouTube-Kanal wie ich, aber in ihrer Familie und in ihren Freunden, in ihrem Freundeskreis. Man ja, fühlt sich inspiriert und gibt das weiter. Also das ist jetzt nicht bloß auf die 3 Tage begrenzt und danach gehe ich wieder, bin ich wieder der alte Mensch. Nein, sowas inspiriert und das hält lange an, da bin ich mir relativ sicher. Und ja, irgendwann kommt dann die Zeit, wo irgendwann, und davon bin ich fest überzeugt, die Menschen in Liebe zusammenleben. Das wird noch tausende von Jahren dauern, aber die Zeit kommt und es breitet sich immer mehr. Auch jetzt die steigenden Festivalzuschauer und das steigende Interesse für Spiritualität, für Liebe in allen möglichen Sparten, sei es YouTube-Kanal oder eben diese Festivals, die sprechen eine deutliche Sprache. Also von daher, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Jahr dabei seid. Ich wurde auch auf diesem Festival ein paar Mal angesprochen und ja, hat mich natürlich auch gefreut und ich komme auch gerne ins Gespräch. Sagt das ja immer, egal wo ihr mich trefft, sprecht mich an, lasst uns ins Gespräch kommen. Ich will mir eben mal ein T-Shirt machen, aber dazu kommen wir später, weil die Leute trauen sich irgendwie nie so richtig mich anzusprechen. Ein paar, ja, bei einigen sehe ich, dass sie so von Weitem so gucken und aber naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, das Festival war mega geil, ich bin total beseelt. Was ich jetzt gemacht habe, was mich persönlich auch noch inspiriert hat zu der Liebe, die bei mir ja schon mich durchströmt durch alles und ich einfach nur das schön fand, auch die anderen Menschen zu sehen, ist vor allem, ich spiele sehr viele Instrumente, beziehungsweise mehr oder weniger gut, also ich habe ja also Gitarre und Klavier kann ich spielen und ich habe auch eine Geige und Ukulele und so ein paar Zupfinstrumente und so weiter. Aber ich habe mich eigentlich nie mit Percussions beschäftigt und bei dem Festival war so viel Trommeln und ich habe 2 Trommeln hier. Also ich habe einmal so eine Djembe, die habe ich als Ausstellungsstück damals gehabt für meine afrikanische Ecke, habe aber nie drauf gespielt. Und dann habe ich noch so eine Bongo oder sowas, so eine zweischichtige, und also wo eine so große und eine kleine im Garten. Davon ist glaube ich eine schon gerissen, aber egal, auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall jetzt einfach mal ein bisschen, ja, hab Bock auf Percussion und einfach so, weil das Gute ist, bei Melodien oder bei musikalischen Instrumenten ist es so, dass du dich erstmal abstimmen musst, welche Tonart wird gespielt und da sonst entstehen Disharmonien. Ne? Natürlich, wenn du weit fortgeschritten bist, hörst du das sofort und passt dich an. Aber so, wenn du standardmäßig jetzt einfach so ein bisschen Gitarre spielst, dann ist es nicht so leicht da reinzukommen. Aber mit Percussions, mit Rhythmus, da wird die Gruppe immer größer. Und ich habe das halt gesehen beim Ancient Trance, dass eben ja, die Leute dann mit irgendwelchen Percussion-Instrumenten gekommen sind, mit Trommeln, mit Djembe, mit Bongos, mit was auch immer, hier Schellenringen oder sonst was, oder sich gegen den Kopf geklopft, dahin hat irgendwelche Kastanien in so einem Eimer gemacht und immer hinher geschüttelt. Ja, das verbindet, ne? Und das ist einfach ziemlich, ziemlich geil. Und ja, gerade jetzt auch für die Rohkost-Potlucks dachte ich, bringe ich mal vielleicht mal eine Trommel mit, aber erstmal muss ich natürlich so ein bisschen was lernen, aber ich finde es halt einfach ja, universeller und deswegen, da ich ja da habe und werde ich das auf jeden Fall machen und ich liebläugle ja immer noch mit dieser Handpan oder ja, ich glaube Handpan heißt die, ich weiß nicht wie die Instrumente genau heißen, die so wunderschöne Klänge machen, so aus Metall und ja, und die finde ich halt total schön und die würde ich auch gerne mehr spielen, ich kann es mir zur Zeit nicht leisten, die kostet 1000 Euro oder mehr, 1600 Euro glaube ich, aber ist halt einfach nicht möglich, aber das wäre halt was so ein bisschen, aber dafür müsst ihr erstmal Percussion überhaupt lernen, das ist ein Rhythmus und so weiter und das mache ich und deswegen habe noch so ein alter Dings, ich habe sowieso ein Problem jetzt irgendwie eine Trommel zu kaufen, weil das Fell ist ja meistens aus Leder und von daher, ich weiß nicht, wie weit es auch synthetische Varianten gibt, ich hoffe, dass es das gibt, weil also ich glaube, würde mich sehr, sehr schwer tun, jetzt eine Trommel zu kaufen, die mit einer Haut bespannt ist von einem Tier. Also das, ja, jetzt die ich noch da habe, das ist kein Problem, ist ähnlich wie meine Ledersachen, da habe ich überhaupt kein Problem, das weiter zu nutzen. Aber Geld dafür auszugeben, für, ich glaube, deswegen die Handpan, ich komme das aus Metall, das ist mein Ziel und da würde ich sowieso eher lieber hinkommen. Aber egal, ich verquatsche mich hier, ich wollte einfach nur ein bisschen was zum Festival sagen. Ich bin total beseelt, ich bin geil, ich bin, ja. Also immer, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.